Willkommen beim Video, in dem du lernst, durch Probieren mathematische Zahlenrätsel zu lösen. Wenn man einfach rumprobiert, wird das natürlich nichts. Deshalb geht es hier ums Probieren mit System. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, müssen wir noch einmal kurz die Zahlbereiche wiederholen. Hier siehst du die bekannte Zahlengerade. Auf dieser Zahlengeraden habe ich verschiedene Zahlen markiert. Es sind auch positive und negative Zahlen, Bruchzahlen und Kommazahlen dabei. Auf der Zahlengeraden sind solche Zahlen wie Staub verstreut. In jedem noch so kleinen Bereich lassen sich unendlich viele Zahlen finden. Solche Zahlen, also alle, die du bisher kennst, heißen rationale Zahlen und bilden die Menge Q. Alle unsere Beispielzahlen sind also rationale Zahlen und liegen in Q. Die rationalen Zahlen sind übrigens genau die Brüche, da sich jede Zahl als Bruch schreiben lässt, zum Beispiel 2 als 2 Eintel oder 5,1 als 51 Zehntel. Unter diesen rationalen Zahlen gibt es noch die ganzen Zahlen, die auf der Zahlengeraden orange markiert sind. Das sind die Zahlen, die die 0 enthalten und jeweils zu den Nachbarn den Abstand 1 besitzen. Deren Menge bezeichnet man mit Z. In unserem Beispiel liegen die Zahlen 3, 0 und 2 nicht nur in Q, sondern zusätzlich noch in Z. Eine weitere Zahlenmenge ist N, die Menge der natürlichen Zahlen. Sie umfasst nur die ganzen Zahlen, die positiv sind. In unserem Beispiel ist das nur die Zahl 2, die demnach rational, ganz und zudem auch natürlich ist. Jetzt aber zum eigentlichen Lösen von Zahlenrätseln durch Probieren mit System. Das kleine Männchen stellt uns ein Zahlenrätsel. Lies dir das Rätsel durch. Die Zahl, die das Männchen sich gedacht hat und die wir ermitteln sollen, nennen wir x. Für noch unbekannte Zahlen nehmen wir in der Mathematik häufig den Buchstaben x. Das hat historische Gründe, die in den Anfängen des Lösens solcher Rätsel in Persien vor über 1000 Jahren liegen. Das Männchen hat uns als Hinweis gegeben, dass es sich um eine natürliche Zahl handelt, also eine der Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Ich habe diese ersten 6 natürlichen Zahlen hier einmal aufgelistet und auch oben in den Spaltenkopf geschrieben, dass x aus n, x also Element der Menge der natürlichen Zahlen, sein soll. Das Männchen hat die gedachte Zahl zuerst mit 5 multipliziert. Das können wir auch. Da wir die Zahl aber noch nicht kennen, multiplizieren wir einfach alle möglichen Zahlen mit 5. In der grünen Spalte habe ich wieder in den Spaltenkopf geschrieben, was wir tun, nämlich x mit 5 multiplizieren und es dann zeilenweise ausgeführt. Also 1 mal 5 ist 5, 2 mal 5 ist 10, 3 mal 5 ist 15, 4 mal 5 ist 20, 5 mal 5 ist 25, 6 mal 5 ist 30 und so weiter. Als nächstes hat das Männchen zur gedachten Zahl 16 addiert. Wir können dafür auch eine neue Spalte anlegen. Die grüne Spalte habe ich der Übersichtlichkeit halber kurz ausgeblendet. Im Kopf steht wieder das allgemeine Vorgehen, x plus 16, mit dem wir dann die Spalte füllen. Also 1 plus 16 ist 17, 2 plus 16 ist 18, 3 plus 16 ist 19, 4 plus 16 ist 20, 5 plus 16 ist 21, 6 plus 16 ist 22 und so weiter. Die Aussage des Männchens ist jetzt, dass die beiden Ergebnisse bei der gesuchten Zahl übereinstimmen müssen. Er sagte nämlich, erhalte ich dasselbe wie wenn. Wirf einen Blick in die Tabelle. Kannst du mir schon sagen, welche rote Zahl x sich das Männchen gedacht hat?
Jetzt muss man schauen, bei welcher roten Zahl x die beiden Ergebnisse, also das Grüne und das Blaue, übereinstimmen. Bei der Zahl 1 stehen 5 und 17. Also wäre für die Zahl 1 die Aussage des Männchens falsch. Nächste Zeile. Bei der 2 stehen 10 und 18. Die beiden sind auch nicht gleich, also wäre die Aussage des Männchens wieder falsch. Jetzt zur 3. Dort stehen 15 und 19. Das stimmt auch nicht überein. In der nächsten Zeile steht jetzt 2 mal 20. Hier stimmen endlich die beiden Ergebnisse überein. Bei den restlichen Zeilen stimmen die Ergebnisse auch nicht überein. Daher ist die Aussage des Männchens in allen Zeilen falsch, außer in der gelb markierten Zeile. Dort ist die Aussage des Männchens wahr. Das ist die Zeile für die rote Zahl x gleich 4. Also ist die gedachte Zahl des Männchens 4. Wir haben das Rätsel gelöst. Wir sind nacheinander alle möglichen Zahlen für x durchgegangen und haben geprüft, ob die Ergebnisse der beiden nächsten Spalten übereinstimmen. Dieses Vorgehen heißt systematisches Probieren, weil man mit System, nämlich nacheinander, alle möglichen Zahlen durchgeht und probiert, ob die jeweilige Zahl zu der Aussage des Männchens passt. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ob es nicht noch andere Zeilen gibt, wo die Aussage wahr wäre, die wir nur nicht aufgeschrieben haben. Woher wissen wir, dass zum Beispiel die 34. Zeile nicht auch zwei übereinstimmende Ergebnisse hat, sodass die Zahl 34 auch die Aussage des Männchens erfüllt? Dass nach der vierten Zeile keine weitere wahre Aussage mehr kommen kann, sieht man daran, dass die grüne Spalte immer um 5 steigt und die blaue immer nur um 1. Die beiden Spalten können keine übereinstimmenden Ergebnisse mehr liefern, weil die blauen Zahlen die grünen nie mehr einholen können. Damit du das Verfahren des systematischen Probierens üben kannst, kommen hier zwei Übungsaufgaben. Es handelt sich wieder um zwei Zahlenrätsel. Beachte bitte, dass in der Übung 2 die gesuchte Zahl eine ganze Zahl ist, also auch negative Zahlen verwendet werden dürfen. Ich schlage vor, dass du nur die Zahlen von minus 3 bis 3 untersuchst. Bitte wundere dich nicht, wenn die Lösungen der beiden Übungsaufgaben anders sind als bei der Aufgabe eben. Halte jetzt das Video an und bearbeite die beiden Übungsaufgaben, indem du auch so eine Tabelle anlegst wie in der Aufgabe eben. Du kannst ja zurückspulen, um dir den Aufbau der Tabelle nochmal anzuschauen. Hier kommen die Lösungen. Bei der Übung 1 gibt es zwei Zeilen, in denen die Ergebnisse übereinstimmen. Also sind 2 und 5 die beiden natürlichen Zahlen, mit denen das Rätsel stimmt. Bei der Übung 2 hast du hoffentlich auch diese Tabelle erhalten und festgestellt, dass es keine ganze Zahl gibt, bei der die grüne und blaue Spalte übereinstimmen. Irgendwo zwischen 0 und 1 müsste vielleicht eine Lösung zu finden sein. Dort springt man in der grünen Spalte von 0 auf 5 und in der blauen Spalte von 2 auf 3. Aber es gibt keine ganze Zahl zwischen 0 und 1, also keine Lösung. Das Rätsel ist also eigentlich falsch gestellt, weil man sich eine solche ganze Zahl gar nicht denken kann. Das war jetzt gar nicht so einfach. Ich habe noch ein Video gedreht, in dem man anschaulich sehen kann, was wir hier als Tabelle gemacht haben. Schaue dir das andere Video auch gerne an, es hilft dir beim Verständnis. Viel Spaß beim Üben!